Hallo Welt. Willkommen in der spirituellen Matrix. Hey, wo ich hab ja richtig Farbe angenommen. Ist das schön. Aus aktuellem Anlass des bevorstehenden Endes der Welt, wie es zahlreiche spirituelle Esos-Medien und Sekten propagieren, möchte ich mit euch mich auf eine kleine Mindfuck-Reise begeben. Seit ca. 2500 Jahren wird jeweils an einem 23 eines beliebigen Monats die Apokalypse für das Folgejahr prophezeit und dann doch wieder verschoben. Warum ist das so? Eine mögliche Erklärung liefern uns die Brüder und Schwestern von Camelo, ja, der freien Wissensdatenbank. Als freier Kämpfer der Legion des dynamischen Discord möchte ich euch hier diesen wohlschmeckenden Apfel überreichen. In all divine order. Ich bin Bischof Pakti Hak Baba, Lama vom Stamm der kriegerischen Pazifisten Germaniens. Herzlichen Dank an Papst Sankt Angrimon der Eilige, vollständiger Titel Sankt Angrimon der Hastige, Hüter des Wortes, Wahrer des heiligen Kao. KSC, persiflierender Rabbiner der diskordischen Mysterien, Paratheo Anamita, mystischer Dirigent des untergehenden Atlantis, illuminierter Philosoph der bavarischen Zwietracht, souveräner Direktor des offiziellen Büros für Entbürokratisierung, offizieller Sekretär des Büros von FNORD, ist ein diskordianischer Philosoph und Papst. Trotz seiner Unfehlbarkeit in Glaubensdingen vertritt er die Auffassung, dass auch andere Meinungen respektiert werden müssen, da jeder für sich in Glaubensdingen unfehlbar sei. Folgerichtig hat er denn auch schon mehrere Anhänger abweichender Glaubensrichtungen zu Päpsten erklärt. Angrimon der Eilige lebt und erfreut sich bester körperlicher Gesundheit, über seinen geistigen Zustand will er keine Auskunft geben. Diverse Diskussionen lassen jedoch darauf schließen, dass auch sein Wahnsinn sich in Verfassung befindet. Nun zum eigentlichen Thema. Die bevorstehende Apokalypse wird von den vier apokalyptischen Kamelreitern eingeläutet. Nach Aussagen diverser Meister wird dies Ende Juli bis Mitte August der Fall sein. Sie kommen auf gewaltigen apokalyptischen Kamelen. In den ersten 2-3 Stunden, das kann man nach dem Weltuntergang nicht mehr genau sagen, werden aus organisatorischen Gründen aber nur 4 Kamelreiter über die Wüste ziehen. Uli, das weiße Kamel. Es ist schon ungeheuerlich alt und ergraut. Ob es den jüngsten Tag übersteht, ist zweifelhaft. Ob es überhaupt auftauchen wird, ist ebenso fraglich, da es schon seit geraumer Zeit an Alzheimer leidet und den jüngsten Tag womöglich noch vergessen könnte. Das rote Kamel. Aus Wut, dass es nicht das erste Kamel sein darf, wird es rot. Außerdem symbolisiert es Erdbeerkonfitüre ohne künstlichen Zusatzstoffen und nur 0,2% Fett. Das schwarze Kamel. Damit die Apokalypse nicht als rassistisch bezeichnet werden kann und man Gott nicht auch noch deswegen anklagt, darf ein schwarzes Kamel auch mit auf die zerstörerische Tour. Das blasse Kamel. Das vierte Kamel ist schrecklich krank und leidet zudem unter einer starken Paranoia. Aus Angst, ihm könnte übel werden und auf die untergehende Welt zerbrechen, hat der Reiter eine große Kotztüte aus chlorfreiem Papier dabei. Wenn die apokalyptischen Kamelreiter fertig sind und in allen Oasen den Weltuntergang angekündigt haben, folgen ihnen die restlichen Reiter. Und das jüngste Gericht beginnt. Frag mich bitte nicht mehr, wessen Halt du dann noch finden kannst, denn dann ist alles vorbei. Spar dir das Geschrei, ist alles einerlei, jo. Freilich wird mal heilig, Baby Love Me Tonight. Wir haben keine Zeit, wir haben keinen Ort, es gibt nur hier und jetzt und morgen ist alles fort. Das Ende ist wirklich hart, vielleicht kriegst du einen neuen Start.
Die Maya-Priester und Schamanen in Süd- und Mittelamerika machen sich schon lang über die Dummheit lustig, dass ausgerechnet ihr astronomischer Kalender für den Weltuntergang 2012 missbraucht werden soll. Aber sagte nicht schon Albert Einstein, das Universum ist nicht unendlich unendlich. Aber die bei der menschlichen Dummheit wäre er sich nicht wirklich sicher. Na gut. An den Klimaveränderungen unseres Planeten sehen wir das wirklich, was passiert. Zum Beispiel der Polsprung, der laut Berechnungen der Erdzeitgeschichte regelmäßig geschieht und laut Statistiken in die Zeitspanne von 1500 bis 2800 Jahre nach Christus fällt. Ja, da sind wir mittendrin. Nur eines vergessen die Unwissenden, die sich nur dürftig in der Materie auskennen. Dieser geschieht nicht von heute auf morgen oder innerhalb weniger Jahrzehnte. Dieser Prozess dauert mehrere Jahrhunderte. Und bisher hat sich unser Polpol nur minimal verschoben. Natürlich ist ein spontaner Meteoriteneinschlag, der eine Apokalypse und den Weltuntergang auslöst, sowieso jederzeit im Bereich des Anzunehmenden. Ebenso die Rückkehr der Götter von anderen Planeten oder Paralleluniversen eventuell in dieser heutigen Zeit nicht auszuschließen. Und vielleicht finden sie gar nicht witzig, wie wir uns selbstständig bisher entwickelt haben. Immerhin unterscheiden wir uns physiologisch und psychologisch kaum von unseren Vorfahren, die vor 230.000 Jahren versuchten, ihr Leben und die kosmischen Gesetze zu verstehen. Wir halten uns für sehr schlau. Aber auch wir sind in Anführungsstrichen nur dumme Affen, die auf der Stufe der Treppe der Evolutionsleiter gerade den ersten Schritt machten. Wir alle sind wahrliche Sternenkinder, weil jedes Atom, Elektron, Neutron, woraus die materielle Welt und unsere Körper bestehen, ihre Geburt in einem Stern vor Milliarden Jahren hatten. Zumindest diese Tatsache wurde von der offiziellen Wissenschaft bestätigt. Aus physikalischer Sicht befindet sich alles, was im gesamten Universum existiert, in einem Sterbeprozess. Jeder Stern, jeder Planet, absolut alles wird sich irgendwann endgültig im Nichts auflösen. Komischerweise haben diese empirischen Tatsachen schon Menschen vor über 5000 Jahren gewusst, woraus sich in der Folge auch die ersten offiziellen Religionen denn langsam entwickelten. Und natürlich scheint es auch Ebenen zu geben, die über dies alles hinausgehen. Sonst würden wir ja gar nicht leben und existieren können, oder? Oder? So mag es einen Gott, Göttin geben und sogar sogenannte aufgestiegene Meister geben, und wenn sie denn doch mal mit uns Würmern agieren sollten, liegt dies immer im Bereich des Wahnsinns. Was wiederum in den Bereich der Chaostheorie fällt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Das Leben ist lebensgefährlich. Also seid auf der Hut. Ob mit oder ohne Apokalypse. Gehabt euch wohl, ihr Lieben, euer Hack-Hack-Baba-Baba-A-A-A-A-Mahamaya-Kichai. Mit lichtvollen Grüßen aus der Matrix.